Hallo Leute, wir sind heute in Aachen und wollen hier unsere Tour starten. Und zwar den Fennbahn-Radweg. Hier seht ihr mal unsere Packesel. Wir sind echt mal gespannt, wie weit wir kommen, weil leicht sind die Dinger nicht. Und Pia hat schon richtig gehörig Respekt. Also wie gesagt, wir starten heute mal Fennbahn-Radweg. Mal schauen, wie weit wir kommen und wo es uns hin verschlägt. Morgen. Also, bis später. So, Tour ist gestartet. Fennbahn-Radweg. Erstmal ist heute geplant von Aachen runter nach Röttgen auf den Campingplatz. Na, schauen wir mal, ne? Wetter soll schön werden. So um die 20, 23 Grad. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell hier aus der Stadt raus sind. Es ist echt laut und stinkt. Ja, wir verlassen jetzt so langsam das Stadtgebiet. Zwar immer noch an der Straße lang, aber wie ihr sehen könnt, schön mit links, rechts Bäume. Ist schon ganz schick hier bis jetzt, die ersten paar Meter. Auch so gut wie kein Verkehr, oder Radfahrer oder Fußgänger. Ist ja in der Woche. Heute ist übrigens Dienstag. Oh. Wir kommen hier gerade an einem netten kleinen Park vorbei. Keine Ahnung, wie der heißt, aber es sieht nett aus. Hallo. Hallo. Und ich muss sagen, so ein vollgepacktes Rad ist echt schwerfällig. Nicht nur nach vorne kommen, sondern auch mit links, rechts lenken. Aber ist alles Gewöhnungssache. So, wie es aussieht, haben wir das Stadtgebiet verlassen und kommen jetzt ins Landesinnere, hätte ich bald gesagt. Auf jeden Fall ist der Radweg bis jetzt richtig schön. Keine Steigung. Echt klasse. Willst du doch nicht mal ein bisschen rumhalten? Ich schwöre dir. Wieso? Meinst du, da kommt gleich auch eine Überraschung? Ja, aber wenn, dann bist du auf jeden Fall schuld. Ja, sicher. Einer muss ja die Verantwortung tragen. Ja. Aber auf alle Fälle ist Gegenwind. Ach ja. Geht ja auch bergauf, ne? Und der Wind fällt ja runter. Immer bergab. Jetzt kann man ein bisschen schneller trampeln. Cool. So, jetzt so ein paar Kilometer nach der Stadt fahren wir jetzt über eine Brücke. Eine ehemalige Eisenbahnbrücke natürlich. Und ist ähnlich wie diese Brücke am Mare-Mosel-Weg und auch gleiche Bauart wie
Wo waren wir noch gewesen? Verdammt. Hab ich vergessen. Kommt doch, wenn man so viel sieht, dann hältst du nichts im Kopf. Wir werden bestimmt wieder verfolgt. Die Landschaft so, wie wir sie von den ganzen Bahnradwegen kennen. Überall schöne hohe Bäume, zugewachsen. So mag ich das. So Kinder, wir machen gerade eine kleine Pause. Wir haben so ziemlich genau 10 Kilometer hinter uns. Ja, ja, ich weiß, ist nicht viel. Aber so als Großstadtradler wie wir, ist das eine Menge. So, kleine Pause, was trinken, was essen. Die ersten Ungereimtheiten beseitigen an den Fahrrädern. Und die armen Viecher müssen ja echt was mitmachen. Beziehungsweise wir. Ja, pass auf. Wir müssen dann gleich da lang. Ja, ich pass auf. Hallo, hallo. Ja, ist etwas schmal hier, wenn ein paar Leute entgegenkommen oder von hinten. Aber schön ist. Und nicht vergessen, immer wenn ich sage, schön ist, ein Trinken. Sogar Sisi und Franzl, ne? Wir singen. So, jetzt noch eine schöne Frau beim Essen zugucken. Bye bye, Marie. Mach aus, geh weg. So, Pause beendet. Und wie ihr sehen könnt, ist das richtig schön hier. Ja, ein bisschen frisch. Und ja, die Steigung im Höhenprofil ist eigentlich so real gar nicht vorhanden. Das geht so moderat hoch. Echt schön. Auch schön abwechslungsreich. Schatten, Sonne, ein Brückchen. Das ist echt nett gemacht. Müssen wir nicht ins Tal runter und wieder rauf. Sehr schick. Hallo. Schaut mal, wie schön das hier ist. Der Radweg direkt neben den Bahnschienen. Sieht schön aus. Schaut mal, Leute, da steht. Hier stehen zwei Waggons und eine alte Lok. Einfach so. Hallo. So, mal so rumdrehen. Da scheint so, als wenn man da einfach drauf rumklettern kann. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, was ist das denn jetzt hier? Hier oben und da oben rechts.
So. Schwierigkeit überwunden. Weiter geht's. So, Pia hat gesagt, da wo Bank, da Pause. Hat die gesagt? Hat die gesagt, ja. Und? Da Bank und da jetzt Pause. Also bis später. Ach, Leutchen, was soll ich sagen? Ein schöner Weg. Immer einer Bahn lang. Nein, das fährt keine Bahn mehr, ich weiß. Aber halt. Wir können Walking Dead spielen. Ja, wir können Walking Dead spielen. Und ich muss sagen, ist ziemlich viel Betrieb hier auf diesem Radweg. Viel los. Na, jetzt gerade vielleicht nicht, aber eine Menge Rennsemmeln. Bitte, was sagst du? Eben noch. Eben noch, ja. Alle 500 Meter gibt es hier solche Infoschilder, Rettungspunkt mit Koordinaten drauf. Weil wenn hier was passiert und du rufst irgendwo an, ohne genaue Ortskennung oder Angaben, findet hier kein Mensch. Obwohl doch die Position, denke ich doch, über Mobilfunk doch schon übermittelt wird. Oder? Täusche ich mich? Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr was anderes wisst. So Leute, ich wollte euch mal zeigen, wie Belgien aussieht, von Deutschland aus gesehen. Und jetzt? Pass mal auf, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich? Bin jetzt in Belgien. Und so sieht Deutschland aus, von Belgien aus gesehen. Schön, mit einem Fahrrad in ein anderes Land zu fahren. Was will denn jetzt das ein Zombie-Messer dabei? Wir spielen jetzt Walking Dead, komm in die Richtung. In die Richtung? Komm, wir spielen nur Walking Dead. Oh, schau mal, ein Zombie-Messer. Ein Zombie-Killer. Komm. Ah. Geh, Zombie, geh. Ich müsste dir jetzt eigentlich in den Kopf schießen, das weißt du ja, ne? Da bist du verrückt. Hier fehlen die Speichen in der Mitte. Das sind keine Speichen, das sind Bahnschwellen. Ja, die fehlen aber hier. Ist egal. Guck mal. Hi, wo geht's hin? Wo geht's hin? Okay, bye. Ach ja. Kommt nicht weit. Ohne Zähne? Nein, da war die Hälfte drin. Kommst du hier nicht weit? War nur die Hälfte drin. War nicht alles. Ja, kommst du trotzdem nicht weit mit. Ja, mein Gott, ey. Zähne kosten Geld. So. Ich bin's wieder. Ich glaube, wir
fahren gerade durch Rähren durch. Oder wie immer man das betonen mag. Auf jeden Fall Rähren. Mit AE und so. Und ja, nett beschaulich. Hier scheint es eine Menge Eisenbahnfreunde zu geben, weil überall Landschaftsschutz, Naturschutz, Denkmalschutz und hast nicht gesehen und tralala. Aber schön, wenn man sowas Altes erhält. Hallo. Stoffel. Ach ja. Aber das war's erstmal mit den Neuigkeiten. Ja, hier scheint wohl die Bahnstrecke. Wo? Ist der groß? Hat er mehr wie 8 Beine? So, wir haben hier gerade das alte Rärener Marmorwerk gefunden. Sieht echt cool aus. Mit. Also mal so zur Info. Hier gibt es alle paar hundert Meter irgendwelche Informationsschilder am Wegesrand, was da jetzt für Pflanzen sind, was da für Tiere leben und so Ganzes. Also richtig schön informativ gemacht. Kann man sich gerne mal durchlesen, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. Richtig schick, da kommt wieder eins auf der linken Seite. Gemeiner Hornklee. Wird dann erklärt, wie der aussieht, ob man den essen kann oder nicht. Wald- und Witwenblume, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, immer weiter. Eine richtig schicke Landschaft hier. Das ist wieder ein Mitfahrer, diesmal ein Marienkäfer. Wo sitzt der? Leute, wir haben mal gerade angehalten wegen Essen, Trinken und haben noch was Interessantes so am Wegesrand entdeckt. Das sah ganz interessant aus. Da müssen wir ja mal rein. Ne? Die Zecken werden sich freuen über neue Nahrungsmittel. Ein paar Meter weitergehen.
Und schwupp bin ich weg. Oh, schon wohl so eine Art Wanderweg zu sein. Gehen wir wieder zurück. Also ich muss sagen, es ist nichts Außergewöhnliches, sieht halt nur nett von der Natur eingerichtet aus. Ja, was hast du denn gedacht? Will jemand an der Stange für dich tanzen oder was, wenn du da reinhüpfst? Was denkst du denn? Ja, warte, ich muss noch mal rein. Das ist nichts Außergewöhnliches. So, wieder auf der Trasse. Das ist so klasse. Ich brauche ein Klo. Noch ungefähr 6-7 Kilometer bis zum Campingplatz. Und dann machen wir mal Platzcamping. Unser Stoffhaus aufbauen, Matratzen mit Luft füllen, die Beine lang machen. Kochen nicht vergessen und ein Aufstellbierchen. Du weißt, dass wir gerade auf dem Eurovelo fahren? Ja. Weißt du, wo der hingeht? Mittelmeer, habe ich gehört. Ja. Ich glaube, ich halte nicht in Röttgen an, ich fahre weiter. Das wären dann noch 1200 Kilometer. Schaffe ich bis morgen früh. Angeber. Man muss sich Ziele setzen. Verbessern kann man sich immer. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir haben versucht, eine kleine Abkürzung zu nehmen, war wohl nichts, dafür bergig. Aber Campingplatz ist in Sichtweite. Da steht auf jeden Fall ein blaues Schild, rechts rein. Man kann es mir glauben, da fahre ich rein. Ja, was da ist. Yes, baby. Wir sind da. Und so, gerade haben wir uns angemeldet. Der nette junge Mann hat uns gezeigt, wo wir hin müssen. Dann guck mal. Ah ne, der hat doch gesagt, da ist ein Stein mit Zeltwiese, ne? Das ist der Duschhaus. Guckst du? Duschhaus.
Man muss dann eigentlich hier links rechts. Zeltwiese. Schöne Wiese. Schöne Wiese, sag ich. So. Fahrräder abgestellt, Zelt aufgebaut, ohne größere Tote. Hätte aber vielleicht einen Krieg gegeben, aber naja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hier auf den Platz rum. Gucken, wie das hier so aussieht. Was es hier so gibt. Ach, falls ihr mal hier seid, ne? Hier ist ein schöner großer Apfelbaum. Nehmt euch eine Presse mit oder sowas. Gibt richtig schönen sauren Apfel. Ah, hier ist eine kleine Waschküche. Spülmittel, Spülschwamm. Cool. Geschirr und Gläser, falls ihr mal was vergessen habt. Sorry für das Flimmern, die haben hier Neonbeleuchtung. Oh. Spiele, Bücher, Zeitungen, sogar CDs mit Musik. Cool. Okay, mal gucken, was es noch gibt. Ah, hier ist der Waschraum. Ganz ordentlich. Duschkabine mit Münzautomat. Auch sauber. Was können wir erwarten? Wunderbar. Toilette. Auch alles picobello. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, wir laufen jetzt einfach mal rum und filmen einfach nur so, was uns vor die Linse kommt. Oder was? Ein Glas Biergeschäft. Ein Glas Biergeschäft, ja, genau. Ich habe noch nicht mein Weizenbier getrunken. Ja, ich habe noch nicht mein Weizenbier bekommen. Hallo, ich habe noch nicht mein Weizenbier bekommen. Die Kette steht auch noch aus. Ja, morgen ist Kettentag. Hier ist der schöne Parkplatz für Besucher. Voll urig. Und die Infotafel zum Campingplatz. So Kinder, es sieht so aus, wie es aussieht, ne? Da sind die stinkigen Schuhe. Da das stinkende Shirt. Da ist der Vitamindrink für gleich, für den Schuss für morgen. Kein Kommentar. Hier sind die ganzen Sachen. Und Zaun aus Wäscheleine. So muss das sein. Wir haben ja auch wieder Zuwachs bekommen.
Na, die da hinten nicht. Da ganz hinten. Die gucken wir neulich. Die können nur mit dem Auto hin und her fahren. Zelt aufbauen können die nicht. Ja, hör auf zu jucken, wasch dich. Wie erklärst du das jetzt unseren Zuschauern? Gar nicht. Tu das weg. Geh weg. So sieht das jetzt mal aus, ne? Andreas hat die Socken gelüftet und sein Höschen gelüftet. Ja, und das ist dann jetzt unsere Unterkunft für heute Nacht. Ja, sieht gut aus. Einladend. Romantisch. Ciao. Hallo Leute. Wir sind's wieder. Die Blödis. Im Zelt drinnen. Mit dem Kronleuchter. Mit dem Kronleuchter, da. Immer von hinten. Bing, bing. Voll hell, oder? Das ist die gute WL6 von LED Lenser. Nur zu empfehlen. Also ich fühle mich gut hier. Ja. Dank der guten Thermarestmatratze. Das ist keine... Und dem Kissen aus dem DM. Och, Kuschel, ja, wir sagen jetzt mal einfach gute Nacht, ne? Wir haben noch was zu tun heute Nacht. Und... Ach, und das hier, ne? Ja, genau. Das war gar kein... Milde Orange. Nein, das war Ramazzotti. Das war Ramazzotti? Oh, hätte ich das gewusst. Nee. Ach, Hase. So, also morgen nehmen wir euch mit auf die Tour nach Monschau. Halskette kaufen. Halskette kaufen in Monschau, ja. Keine Ahnung, was die will, aber egal. Und wir werden jede Menge gucken in Monschau. Und ich werde einfach dieses komische Kamerading hier einfach laufen lassen und euch mitnehmen. Aber jetzt ist erstmal Nachtruhe. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss. 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 Okay, tschüss.